Heidiho zu Zelda. Ich habe eben das nochmal gemacht, weil wir sind rausgegangen und sind reingegangen und ja, 50 Rubine kriegen wir dann dafür. Ich wollte das halt nicht nochmal zeigen und oh. Weiter geht's. Wir gehen jetzt zum Friedhof. Dort kriegen wir ein paar Überraschungen. Der Friedhof. Hier ist ein Grabstein. Ja. Und hier sind andere kleine Grabsteine. Können wir mit ihm mal sprechen? Ja. So, und können die Sachen aufziehen, aber erst wenn es dunkel ist oder wenn er nicht da ist oder beides. Ja, echt nur? Okay. Machen wir das dann anders. Hier brauchen wir die Ocarina zum ersten Mal. Weil das ist eigentlich immer der Schlüssel für alle, die mit dem Trifons-Zeichen heißt immer dieses Lied spielen. Mehr Lieder können wir auch gar nicht. Und so geht der Grabstein kaputt. Und wir können da rein. Und da müssen wir auch rein. So, und dann benutzen wir mal die Dekonüsse. Seltener Fall, dass wir die überhaupt mal brauchen. Ah. Ne, als erstes müssen wir noch die Zwille benutzen. Da oben. So, und zack, fast. Versuch möglichst viele gleich anfangs zu erledigen. So, wo ist er? Ah, da. Und weiter geht's. Andere machen das hier erst ziemlich spät. Die können hier auch dann später ein bisschen Feuer machen und so weiter. So. Die Zombies. Ah. Okay. Ich dachte, die können wir damit betäuben. So, schnell außen rum. Haben ein bisschen Schaden genommen, aber macht ja nichts. Dafür sind wir nicht von den Zombies angegriffen worden. So, hier unten. Deswegen müssen wir hin. Thank you.
Dieses Lied, was wir jetzt lernen, brauchen wir, damit wir nicht ewig warten müssen überall, wie zum Beispiel vorhin beim Schloss. Da mussten wir ja ewig warten, bis es wieder dunkel wird. Und jetzt ist es dunkel. Es ist Nacht. Hymne der Sonne heißt dieses Lied. Und vielleicht benutzen wir das mehr als nur einmal in diesem Spiel. Jo. Mit dieser Hymne der Sonne können wir auch viel mehr machen als nur Tag und Nacht machen. Wie zum Beispiel die Zombies betäuben. Das mag ich am liebsten. So, weil sie jetzt ist sie eingefroren. Jetzt können wir aber an denen vorbei. La 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 la, Zombies vorbeigehen. Ich gehe an einen Zombie vorbei. Ich habe keine Lust auf die zu besiegen. So. Und dann gehen wir jetzt nun raus. Die Dekonüsse haben wir noch nicht gebraucht. Eine Flasche brauchen wir noch nicht. Und nach oben. So. Friedhof-Time. Und da ist jemand. Diese Aufgabe, Entschuldigung. Diese Aufgabe beinhaltet als ein Herzteil. Wenn wir bei der Gräberrunde hier, gehen wir ein bisschen weiter. Genau, wenn wir bei dieser Runde ein Herzteil finden. Ja, wir wollen das und deswegen gucken wir mal. Ein Rubin. Supi. So, jetzt können wir auch diese Grabsteine mal endlich bewegen. Und wie wir sehen, es kommen Geister. Nämlich, es sind auch falsche Grabsteine, also ohne Löcher. Dementsprechend kommen hier so schicke Geister. Ja, Boris. Komm. Ah, du nervst. Das, ja, wollen da. Hey, noch mehr Rubine. Oh, du! Solche Geister gibt es ziemlich oft. Ah, wir fragen erstmal. Ich will mit Boris reden. Ja, will hier graben. Schade. Ja, tschüss. So, das sind dann Geister, die können wir in die Flasche packen. Das machen wir auch. Irrlicht. Nein, noch ein weiter. Ja. Da wollen wir graben. Schade. Okay. Nächster. Ne, noch einen? Gut, hier wollen wir graben. Rubine! Zwei wieder frei. Wir machen jetzt einmal diese Grundgräberei-Tour.
damit wir das vielleicht auch nochmal später machen müssen, aber auf gut Glück, dass wir das jetzt gleich in Anhieb schaffen. Ja, ja, hier, wo ist hier? Ja, wir haben es gefunden! Herzteil! Es ist einer der schwierigen Herzteile. Man mag es nicht glauben, aber wir haben es. So, da es unser erstes Herzteil ist, zeige ich euch das mal. Hier an der Ecke wird immer gezeigt, wie viele Herzteile wir haben. 4 brauchen wir, um ein ganzes Herz zu haben, und es gibt ganze 40 Herzteile. Daher, na, können wir insgesamt 10 Herzen durch Herzteile kriegen, und das heißt schon einiges. So, ziehen wir mal diesen Stein. Und davor speichern wir mal. Wir machen jetzt noch weiter, kein Problem. Also, keine Angst, ich wollte bloß vorher speichern. Wegen einem Zombie. Frieren wir den ein oder? Ne, wir versuchen den mal so zu bekämpfen. Ja, wir haben ihn so bekämpft. Super. Dann spielen wir doch die Hymne. Ich glaube, die muss noch dazu gespielt werden. Oder? Ja, die muss noch dazu gespielt werden. Damit wir diese Kiste kriegen. Wir öffnen sie. Und in dieser Kiste befindet sich ein Herzteil. Ein zweites Herzteil damit. Jo. Das sieht jetzt also damit so aus. So. Also wir haben jetzt schon 2 Herzteile. Und wir hören eine Skutulla. Dort oben, da kommen wir aber noch nicht hin. Deswegen müssen wir später nochmal zum Friedhof zurück. Und runter. Und was befindet sich hier? Eine Kiste. Die öffnen wir mal. Zack. Und es ist das. Ja, hier. Das Schild, das zweite Schild. Dieses Schild könnten wir auch im Bazar kaufen. Für, ich glaube, 80. Und hier auf dem Friedhof gibt es das für umsonst. Wir können das jetzt einsetzen. Aber wir können uns nicht wirklich schützen. Seht ihr? Das ist zu groß für den kleinen Link. Aber es kann nicht brennen. Sagen wir es mal so. Es wird nicht und kann nicht brennen. So, Kakariko, nachts. Super Fleck für ein paar Skutullas. Deswegen machen wir jetzt Skutulla-Jagd. So, eine haben wir, da ist die nächste. Nummer 7. Ja. Nummer 8. In der Nacht ist keine Musik. Kann man so oder so sehen. Da oben auch noch eine. Auch hoch.
Nummer 9. So. Und hier ist Nummer 10. Wir haben ganze 5 Skotillas in einem Part geschafft. Und was es damit auf sich hat und drum und dran und blablablub, seht ihr im nächsten Part. Also bis dann!